Herr Alois Gscheiterl besitzt die Geheimnummer vom lieben Gott. Das klingt im Moment verblüffend, wird aber verständlich, wenn man erfährt, dass er als Bub der Lieblingsministrant eines Bischofs war, als solcher Zutritt in dessen Arbeitszimmer hatte und bei passender Gelegenheit einmal ein bisserl in des Bischofs Telefonbücherl, Sie verstehen schon, erwählte. Schon die Vorwahl war eine astronomische Ziffer. Freizeichen. Ich habe deinen Anruf erwartet, sagte der liebe Gott, ich weiß alles. Er ist ein wenig stolz darauf. Mein Gott, das Kind im Manne, der Barockengel in Gott. Du möchtest wissen, wie du dein Geld am besten anlegen kannst. Da habe ich eine göttliche Idee. Der liebe Gott liebt so kleine Wortspiele. Bausparen bei Wüstenrot mit 17,4% Gewinn im Jahr. Und jetzt, Alois, rechne einmal mit. Ich weiß, du könntest monatlich 400 Schilling sparen. In einem Jahr sind das also 4.800 Schilling. In 6 Jahren sind das dann 28.800 Schilling reine Sparleistung von dir. Zu diesen 28.800 Schilling bekommst du bei Wüstenrot an Zinsen und Bausparprämie 15.010 Schilling dazu. Somit hast du nach 6 Jahren 43.810 Schilling auf deinem Wüstenrot Bausparkonto. Ein Wunder, meinst du? Nein. Bei Wüstenrot bekommt das jeder Bausparer. Und noch etwas Wichtiges, Alois. Nach 6 Jahren kannst du mit deinem Geld dann machen, was du willst. Du brauchst also nicht zu bauen. Und da ich ja deine Gedanken lesen kann, weiß ich, dass du überlegst, wie ist denn das mit den 17,4% Gewinn im Jahr? Jetzt rechne bitte noch einmal mit. Nach 6 Jahren hat sich dein Geld bei Wüstenrot um 52,2% vermehrt. Deine erste Einzahlung liegt 6 Jahre bei Wüstenrot, die letzte Einzahlung von dir hingegen nur wenige Tage auf dem Bausparkonto. Das ergibt eine durchschnittliche Bindungsfrist von 3 Jahren. Und jetzt, Alois, jetzt teile die 52,2% durch 3, das ergibt, na Alois, Alois, das ergibt 17,4%. So einfach wie diese Rechnung ist auch das Bausparen. Du brauchst nur einen Bausparvertrag bei Wüstenrot abschließen und dann auf dein Bausparkonto einzahlen. Alles andere erledigt Wüstenrot für dich. Und ganz im Vertrauen, Alois, hätte ich bei der Schaffung der Welt auch eine Sparform schaffen müssen, es wäre ganz sicher das Wüstenrot Bausparen geworden. Und dann sagte der liebe Gott, grüß Gott, Alois, und legte auf. Das klingt alles so einfach, nur wer hat schon die Geheimnummer vom lieben Gott? Seien Sie nicht traurig, meine Herrschaften, Sie müssen sie gar nicht haben. Es genügt, wenn Sie die Telefonnummern von Wüstenrot haben und die finden Sie alle auf der Hülle dieser Platte. Oder am besten, Sie kommen persönlich bei Wüstenrot vorbei und dort kriegen Sie dann genauso göttliche Ratschläge. Und sollten Sie mich dort zufällig treffen, wundern Sie sich nicht. Ich bin ja auch ein kleiner Wüstenrot-Sparer.